Hallo und herzlich willkommen zurück zu Iron Sky Invasion. Ich hoffe natürlich, dass das Spiel das letzte Mal gespeichert hat, weil von Speichern habe ich leider nichts gefunden. Ne? Wir müssen jetzt mal gucken. Da kommt er mit dem Essen zurück. Also das hat vor dem Gespräch gespeichert, aber das Gespräch brauchen wir uns ja nicht mehr anhören. Der Dundee-Bomber, was war jetzt hier gestanden, ne? Wir gehen jetzt mal schnell auf unser Logbuch. Genau, zerstören Sie das erste Schiff der Secret-Klasse. Sollen wir jetzt hier einen Bomber nehmen? Mal schauen, ob wir den jetzt bekommen. Ich glaube, der Bomber wäre natürlich besser. Wir werden jetzt mal schauen, ob wir einen Bomber bekommen. So, wir gehen jetzt erstmal auf Andocken. Das würde mich jetzt mal interessieren, ob der Bomber freigeschaltet ist. Ich habe jetzt nämlich leider nicht gelesen, was hier unten stand. Nee, wir können kein Schiff wechseln. Mist. Okay, dann werden wir jetzt mal mit dem jetzt erstmal hier hinfliegen. So. Oder wir schauen uns jetzt mal das hier erstmal an. Vielleicht gibt es hier einen Bomber. Hallo, mein Freund. Rumor has it that you are the greatest pilot in the US of A. Was? Wir sind der beste Pilot? Millions of people can't be wrong, right? Wonderful. My name is Mr. Sharma and I represent India's interest. How are things, my good friend? Honestly, not great. I mean, that's good to hear. We have received reports that the Nazis are desperately searching for our broadcast satellite. They may not know it, but satellite is the only thing broadcasting live footage of the biggest music festival in all India. We cannot let them destroy it. Please make sure that we will be able to watch it. You will, right? I guess I can. But you do know there is a war going on, right? Yes, of course. The things a war never end. I knew we could count on you. Natürlich werden wir helfen. Schauen wir ins Logbuch, ob wir noch einen neuen Auftrag dazu bekommen haben. Zerstören Sie die Nazi-Schiffe, die den indischen Satelliten suchen. Indischer TV-Satellit. Ja, das braucht man. Valkyrie, Rheingold. Raumstation Mir. Kann da dann die 3. Spitfire. Ja, dann glaube ich, gehen wir jetzt erstmal hier hin. Was schießen Sie in die geöffneten Hangarluken, um den Zeppelin zu beschädigen? In die geöffneten Hangarluken. Ja, aber hier. Oh, müssen wir trotzdem erstmal ein bisschen hier wegfliegen. Wrackteile entdeckt. Wo? Da? Aber müssen wir schon ganz nah hier an das Schiff hin. So, einmal haben wir eingesammelt. Waren das alle? Dann erstmal den unseren Laser wieder nehmen. Wrackteile. Oh, nein. Shit, was sind diese Wrackteile hier? Auf der anderen Seite. Bullseye.
Ja, komm, wir werden jetzt erstmal hier ein paar gegnerische Schiffe mit zerstören. Die Wrackteile müssen wir erstmal mitholen. So. Valkyrie. Salvage detected. Salvage collected. Das sind schon einige Valkyren hier. Ah, den haben sie schon zerstört jetzt, oder was? Was ich markiert habe? Ja. Bitte, Rolf, schauen wir uns mal den hier an. Das ist der hier. Und da müssen wir in die offenen Hangars. Oh! Oh mein Gott! Offenen Hangars müssen wir reinschießen. Müssen wir aber erstmal die Öffnungen hier richtig anvisieren. Ja, wann macht er denn auf? Können wir den auch zerstören? Ne, ich glaube, da tut sich nicht viel. Mist, wir brauchen auch mal wieder Munition. Ja, dann erstmal auf die Valkyrie hier. Und Wrackteile? Nein. Die reden hier sich so einfach in die offenen Hangar hier reinzuschießen, ne? Ah, hier mal ein Wrackteil. Ja, wann machen denn die auf? Die sind ja nicht immer offen. Oh, da ist einer. Denk mir schon, was schießt denn hier auf mich? Wo ist denn der jetzt hin? Wo ist der hin? Valkyrie, so. Salvage detected. Salvage detected. Salvage detected. Salvage collected. Ship under attack. Take it slow. Detected damage. Was ist denn jetzt? Wir haben überhaupt nichts gemacht und trotzdem ist explodiert. Wrackteile. Ich unterschätze niemals deinen Gegner, das pflegte schon mein Großvater zu sagen. Noch nie war mir die Weisheit seiner Worte so klar. Aber dieser Fehler wird mir nicht noch einmal unterlaufen. Are you finished? Because I still have a war to win. Machen Sie sich doch nicht lächerlich, Captain. Sie sind ein würdiger Gegner. Aber der Krieg ist noch lange nicht vorbei. Also der Zeppelin haben jetzt eigentlich mehr unsere KI-Leute zerstört. United States and eventual victor of this war, I am personally congratulating the brave American soldier who just shot down one of the invading capital ships all on his own. Except for my Komm, geh mal weg mit deinem Video, ich sehe nix. Steady guide in hand. Captain, I commend you for going above and beyond the call of duty. It's true patriots like you that follow my orders and make America the great nation it is. Keep on fighting the good fight, soldier. The more you do what I tell you, the more you're making us all proud. You got it? Yeah, listen. Does that mean I get a raise or something? Huh? Alter, lach nicht so dreckig. Figures. Line them up. So, haben wir jetzt alle? Es ist kein Gegner mehr hier. Also hier haben wir alle ausgeschaltet. Jetzt müssen wir mal gucken. Wegen diesem indischen Satellit, glaube ich. Werden wir jetzt auf jeden Fall mal hinfliegen. Ich denke mal, das sind diese Gegner. Achso, wir haben ja auch fast keinen Munitionsvorrat mehr. Dann werden wir...
Erstmal schnell zwischenlanden. Und unser Munitionsvorrat wieder auffüllen. Also wir haben jetzt schon mit USA, Indien und die Russen jetzt zu tun. Sagt ihr mir, sind der geeignete Mann. Jo, sind wir bestimmt. Blöd ist natürlich, dass wir uns hier so überhaupt nicht aufs Spiel konzentrieren, sondern mehr diese Dialoge hier mitlesen, weil wir sonst nichts verstehen. War is a problem, huh? What I meant is, how can I help you, Attaché? Oh, here's the situation. When our country stood on opposite sides of the Iron Curtain, the Soviet Union made some investments in space. You mean those rusted old spy satellites you managed to catapult into the sky? No, I mean these spy satellites, strong Soviet machines, that may help save both our nations. I'm listening. Didn't I say enough? Hmm? If we are able to regain control on one of them, we will be able to use them against the Nazis. Did I just hear if? Didn't you just say they were yours? Why the hell would taking them back be a problem? Well, they were ours. But as I'm sure you know, Russia isn't Soviet Union anymore. We stopped spying on our new dear life long ago. Right. The problem is that now nobody knows how to take back control of the machines. If we had a skilled pilot that could get close to it, one of our scientists could infect it with a virus. And let me guess, you don't have anyone that skilled. You are right. So, what are the orders, sir? Also nehmen wir jetzt schon für jeden Befehl an. The first satellite. It will provide us with whereabouts of three more. Something I should know before I go on that mission? No, not really. Maybe accept fire from the security turrets. Whoa, wait. What turrets? No one said anything about turrets. Once we take control of the main computer, the turrets will also be ours to control. It is like two for one. Two for... Look, what happens if I have to take the turrets out before I get close enough to the satellite? Except that it will be defenseless afterwards and the Nazis will capture it the second you fly away. I suppose nothing. Good luck, my dear LA. What an asshole. Ja, sage ich auch. Also, wir brauchen Munition. Dann docken wir mal schön an. Können auch gleich unsere Wrackteile wieder verkaufen. 175.000. Dann der australische Bomber. Battle Report. G.W. Bush engaging enemy squadron. Battle Report. Mir Fleet engaging enemies. Ja, gegen große Schiffe. Also dann werden wir ihn doch noch nicht brauchen. Dann werden wir Schilde Schaden. Komm, wir upgraden jetzt erstmal trotzdem nochmal unseren Laser. Clearing Station confirmed. Und fliegen jetzt erstmal trotzdem zu diesen Schiffen hier. Weil ich glaube, dass die hier auf der Suche nach diesen indischen Satelliten hier sind. Ja, man fliegt ja auch nicht dahin. Enemy squadron approaching Earth.
Was nähert sich der Erde? Nein. Wir wollen hierhin. Es kann aber auch sein, dass die sich der Erde nähern. Also irgendwas haben sie vor. Entweder der Erde oder diesen indischen Satellit, ne? So, der ist in Reichweite. Oh, wir haben die Raketen, ne? Ne, wir wollen jetzt erstmal nur uns... Wow, der hat noch getroffen, ne? Komm her, Valkyrie. Und? Wrackteile? Nein. Schade. So. Dann nehmen wir uns halt erstmal die ganzen Valkyren hier vor. Da haben wir aber welche. Haben wir schon eingesammelt, gut. Da unten war auch einer. Komm her. Ja, ich bin ja schon dabei, die abzufangen. Das müssen ja die hier sein, was sich der Erde nähern. Wrackteile nehmen wir auch gleich mit, bevor wir es vergessen. So, wo ist noch einer hier? Rheingold ist nicht schwer. Die sind gleich zerstört. Naja, ich glaube, jetzt haben wir nur noch den einen. So, das war's. Die Mission ist geglückt. Also das war jetzt erstmal das, um diesen indischen Satellit, ne? Geld plus 40.000 für eine erfolgreiche Mission. Das ist natürlich auch gut. So. Halten Sie den Gegenangriff der Nazis auf. Erobern Sie den alten Spionagesatelliten der Sowjets. Korea Raumstation. Raumstation Mir. Indischer Satellit. Was ist das hier? Ja, werden wir jetzt mal hier hinfliegen, mal schauen, was hier hinten ist. Das konnten wir jetzt nämlich gerade leider auf der Karte nicht sehen. Aber hier ist ja nichts und wir können auch nicht wirklich irgendwas auswählen. Da haben wir doch diesen Verteidigungssatelliten, ne? Dann gehen wir mal hier hin. Den sollen wir jetzt erobern. Sie müssen sich nahe genug vor dem Ziel befinden, um es zu erobern. Okay. Mal schauen, was hier auf uns zukommt. Wow! Alter, was war denn jetzt los? Das ging schnell. Wir müssen nahe genug heranfliegen, um ihn zu erobern. Okay. Aber der ballert uns natürlich halt dann gleich weg. Was machen wir denn hier? Wie kommen wir jetzt am blödsten an diesen Satelliten hier hin? Können wir mal ein bisschen schneller fliegen? Ja, wir müssen seinen Geschützen hier ausweichen. Nein! Ja, und wie können wir den erobern? Ah, schau her, da läuft die Zeit ab. Game over. Das war natürlich nichts. Also wir müssen schauen, dass wir seinen Angriff hier ausweichen können und dann die Zeit abwarten. Calculating flight trajectory. Okay, jetzt wissen wir's. Und wir können ja dann die Energie in Schilde umwandeln. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Transferring energy to engines. Battle report.
Mir Fleet engaging enemy squadron. So, komm, Zeitfang an. Wir sind doch schon nah genug dran, oder nicht? I'm hit. So, 10 Sekunden, ne? Wo ist er denn jetzt? Hallo? Wir haben ihn, oder? Yes. Fantastic work, my American friend. Did it provide the data you were expecting? Oh yes, that and much more. What's the most important at this point, my dear ally, is that we capture the rest of these satellites. By we, you surely meant me, right? Oh no. My friend, I'm still with you. Du wirst mit mir sein, ja. Und komm, dann setz dich in ein Raumschiff und komm her. We are working for our common good. Right. I forgot about that. Good. We will contact you as soon as possible. Can't wait. Dismissed, soldier. Yep. Also, der Satellit ist schon mal unserer. Da könnte uns eigentlich auch mal jetzt Geld dafür geben, dass wir den erobert haben. Hier haben wir diesen indischen. Boah, was ist denn hier los? Wieso können wir die jetzt hier nicht anfliegen eigentlich? Ja. Vielleicht weil wir zu weit weg sind. Vielleicht kann man das nur machen, wenn wir in der Nähe sind. Ich habe keine Ahnung. Jetzt werden wir es nochmal so probieren. Ja, also ihr seht, wir waren einfach zu weit weg. Dann funktioniert das mit dem Anfliegen, ne? Okay, gut zu wissen. Dann werden wir jetzt erstmal hier wieder ein bisschen gegen die Gegner kämpfen. Ah, da brauchen wir natürlich dann andere Munition. Mit dem kommen wir jetzt nicht so weit. Alberich, da werden wir jetzt trotzdem mal die Luftkörper hier nehmen. Oh. Ey, da kommen wir halt jetzt wirklich auch nicht so weit mit unseren Raketen, ne? Da ist natürlich jetzt das Schiff nicht allzu besonders. So, die Wrackteile schnell mitnehmen. Unsere Gesundheit wieder auffüllen. Unseren Laser. So. Bei Kyre. Die gehen ja relativ noch schnell zum Zerstören hier. Bei Kyre. Also da werden wir auf jeden Fall ein anderes Schiff brauchen. Gegen die. Eine Valkyrie haben wir hier noch. Valkyrie. Okay, eine Valkyrie haben wir noch. Dann haben wir den Gegner hier weg. Komm her. Wrackteile, wo sind sie hier? Oh, da greifen sie fast die Erde an. Rheingold 8. Ja, da müssen wir hin. Ja, ich bin schon dabei. Wir sind gleich da. Rheingold. Also sind alles Rheingold. Das ist nicht so schwer. Komm. Boah, was ist denn hier hinter mir? Okay, jetzt werden die Gegner wenigstens schon mal ein bisschen aggressiver. Dann macht es auch schon mal mehr Spaß. Komm her. Komm. Salvage collected.
Ja, aber dann ist wirklich besser, wenn jetzt die Gegner auch aggressiver werden, weil dann hat man wenigstens was, wo man auf jeden Fall sagen muss, man muss aufpassen und nicht einfach nur herumfliegen und rumballern. Ist das alles nur Rheingold hier? Komm her. Da ist er. Also hier sammeln wir jetzt wirklich einiges ein. So, hier schneide ich es noch mitnehmen. Ah, die Wrackteile können auch zerstört werden. Also da müssen wir aufpassen. So, hier nochmal Rheingold. Das war's, Leute. Wir haben auf jeden Fall, aber da greifen halt immer mehr die Erde hier an. Rheingold 8. Calculating flight trajectory. Executing flight. Flight completed. Things out. Ich schaue es mit unserer Munition aus. Noch eine Rakete. Da ist er noch ein bisschen zu weit weg hier. Jetzt. Ja, jetzt zerstören wir erstmal alle und dann sammeln wir die Wrackteile ein. Oder ne, nehmen wir gleich mit, wenn wir eh schon in der Nähe sind. Oh, die nähern sich jetzt so viel der Erde, da kommen wir gar nicht hinterher. Komm. Ja, ich bin doch schon dabei. Wir haben jetzt schon extrem viel Gegner. So, da haben wir noch einen. Überall schwirren hier Wrackteile rum. So, jetzt haben wir alle. Jetzt müssen wir mal schnell mal alle einsammeln. Wie viel sind es denn dann noch? Drei. Einmal. Zweimal. Nein, wo ist denn das dritte Wrackteil? Das ist weg. Mist. Boah, schaut mal an, ey. Die sind fast an der Erde. Alberich, scheiße. Das sind die Dinger. Und wir haben nur noch eine einzige Rakete. This will be fun. Ja, jetzt schauen wir uns erstmal den hier an. Executing weapon change. Trifft meine Rakete überhaupt? The hell? Salvage detected. Komm. Salvage collected. Transferring energy. Das Coole ist natürlich, dass wir unsere Energie hier für alles umwandeln können. Things out. Da haben wir noch eine Valkyrie. Kriegen wir Wrackteile? Nee. So, komm her. Valkyrie. Das ist natürlich immer schön, wenn wir es dann gleich mit einsammeln können. Da haben wir auch noch einen. Na, jetzt wird es aber ganz schön. Das war der letzte. Oh, was haben wir denn hier? Brünnhilde. Asteroid, Valkyrie. Scheiße, und wir haben keine Raketen mehr. Das ist natürlich jetzt bestimmt... Oh ja, das ist ein großes Schiff. Wir machen doch der überhaupt keinen Schaden. Hm.
Nee, da bräuchte man was anderes gegen die. This'll be fine. Da werden wir dann den Dundee-Bomber brauchen. Also mehr, glaube ich, werden wir mit dem Schiff hier nicht erreichen. Scheiße, und vor allem sind die jetzt gleich da. Raumstation Mir. Ja, wir brauchen... Ah, wir sind so weit weg. Wir können nur anfliegen, was hier in dem Kreis, was Sie jetzt gesehen haben mit der Linie. Nur das können wir anfliegen. Na komm, schnell. Ah, hier ist auch noch ein Gegner. Alberich haben wir auch schon wieder. Warnung! Boah! Sie suchen die Raketen. Nein! Hey! Valkyrie, wo ist denn die? Da ist sie. Komm her. Müssen wir jetzt trotzdem mal unser Schiff hier ein bisschen aufwerten, ne? Ja, komm. Was ist denn jetzt los? Kann es sein, dass wir... Oh, die greifen die Erde an. Ja, aber was will ich mit meinem kleinen Schiff gegen dieses riesen Ding hier machen? Fordert viele Opfer. Ist dieser Alberich wieder? Nein, wir haben keine Munition. Oh, wir haben aber unseren Laser noch. Komm, wir müssen diesen Raketen hier ausweichen. Nein! Wir sind gleich tot, Leute. Da haben wir ihn. Der Alberich, der müssen wir auf jeden Fall schnell wegbekommen, weil der ist schon sehr, sehr widerstandsfähig, der Typ. Ach, da haben wir noch einen. Mist. Laser, dann werden wir mal den hier verwenden, ne? Da haben wir ihn. So, was haben wir noch alles da? Valkyrie. Oh. Bleib da. So, dann... Rheingold haben wir auch noch. Wie sollen wir hier die Erde verteidigen? Nein, dieser Sack hat... Der hat unsere Wrackteile zerstört, dieser Sack. Komm her. Oh. Wenn wir auf den schießen, bekommen wir Wrackteile. Boah! Müssen wir aufpassen, wo wir hinfliegen, ey. So, jetzt erstmal ein bisschen weg. Komm, geht drauf! Warnung, sie suchen die Raketen. Oh oh. Die ging daneben, Gott sei Dank. Geht drauf! Haben wir ihn jetzt zerstört? Ja. Kehren sie zur internationalen Raumstation zurück. Mal schauen, was wir uns hier jetzt anhören dürfen, weil wir bestimmt einen Angriff hier auf die Erde zugelassen haben. Was ist denn näher? Der hier? Mist. Sind wir daneben geflogen? Den Hammer. So, jetzt erstmal hier hin. Honeyboo, der ist ja immer noch da. Ich hab gedacht, wir haben den zerstört. Ne, noch nicht ganz. Aber jetzt so hammern.
Ja, wir kehren gleich zurück. Jetzt lass mich mal schnell erstmal hier hinfliegen. Oh, sind die nächsten schon wieder gleich an der Erde? Raumstation Mir. Komm, wir fliegen jetzt erstmal hier hin. Also Leute, jetzt merkt ihr selber, jetzt wird schon schlimmer. Gott sei Dank, Rheingold. Der ist hier oben. Ja, den holen wir uns halt gleich noch. Oh, hier ist einiges an Gegner. Schaut mal an, was hier vorne alles rumschwirrt. Wrackteile. Ja, wir nehmen es jetzt alle mit, weil irgendwie zerstört der Gegner die nämlich dann immer. Rheingold, haben wir hier noch einen? Ja, ich kann nicht überall Gefechte starten. Ich bin nur ein Pilot. Das geht nicht. Hier sind so viele Gegner, ich kann jetzt mich um die Erde überhaupt nicht kümmern. So, bekommen wir Wrackteile hier? Ja. Engage. An wie viele gegnerische Schiffe sind es hier noch? Ich brauche unbedingt. Oh, daneben geflogen. Ja, Leute, ich kann es nicht ändern, ey. Tut mir leid. Da müssen halt mal andere Geschwader auch mithelfen bei der Verteidigung der Erde. Nicht immer nur wir. Mal schaut mal an, wie viele feindliche Jäger hier allein in ein so einer Schlacht hier sind. So, das war der letzte. Jetzt gehen wir trotzdem erstmal. Ja, okay. Hier können wir nicht andocken, das bringt uns nichts. Ja, wieso? Hier ist doch keiner, der wo sich der Erde näht. Nur die hier. Was haben wir hier? Diese Honeyboo-Schiffe. Achso, wir sollen ja zur ISS zurückkehren. Dann erklärt mir mal, wie wir das machen sollen. Jetzt wird mich die Rakete auch noch erwischen, oder? Nee, noch nicht. Wir kehren jetzt erstmal hier zurück und schauen, was die vor uns wollen. Kapitel 2, doppelte Ärger. Der Dandy-Bombe ist perfekt für die Bekämpfung eines Zeppelins. Passt. So, wir haben gespeichert, Leute. Und genau ab hier machen wir in der nächsten Folge weiter. Dann brauchen wir uns nämlich jetzt das Gespräch nicht anhören. Das hören wir uns dann in der nächsten Folge an. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr habt gesehen, jetzt wird es dann schon ein bisschen fordernder. Dann macht es auf jeden Fall Spaß. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch dabei. Euch nur einen schönen Tag. Macht es gut. Tschüss.